Das hat man Markus Wallner. Mit dem Familienfastentag beginnt die Fastenzeit. Auch für Sie eine Zeit des Verzichts? Ja, ein wenig schon immer. Natürlich auch nach dieser ganzen Faschingszeit und heute war schon Mittwoch, wo wir hier im Landhaus stehen, ist das immer auch ein Aufruf dabei. Die katholische Jugend macht seit vielen Jahren die Aktion Trocken. Ich bin selber in der katholischen Jugend sozusagen groß geworden und habe dort da viele Jahre mitgearbeitet und mich mit engagiert. Und ich habe immer gesagt, ich unterstütze diese Aktion. So gut ich kann, so wie es jetzt ausschaut, werde ich wahrscheinlich zwei Ausnahmen benötigen. Eine am Funkensonntag und eine vielleicht noch privat. Aber im Großen und Ganzen wird die Aktion Trocken mit durchgezogen. Der Weltfastentag, der Familienfastentag und auch die Fastenzeit ist auch eine Zeit, wo man eben den Bedürftigen erinnern will. Haben Sie das Gefühl, dass dies in unserer Wohlstandsgesellschaft etwas verloren gegangen ist oder auch wieder wichtiger wird? Also ich bin durchaus froh darüber, auch so wie an diesem Tag heute, wenn auf diese Sache auch ganz deutlich hingewiesen wird. Die katholische Frauenbewegung hat heute hier am Aschermittwoch aufgerufen, zu spenden für den Weltfrieden, für Aktionen. Es sind in Summe ja über 100 Projekte eigentlich, die weltweit gemacht werden von dieser Organisation. Da geht es nicht nur um Geld und Spenden und um Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort, natürlich das auch. Aber es ist auch ein Aufruf an uns alle in dieser hektischen Zeit, auch wieder einen Blick darauf zu werfen, wem geht es nicht so gut, wie schaut der Frieden in der Welt natürlich auch aus. Aber nicht nur außerhalb von Vorarlberg, sondern auch bei uns. Wir sind immer aufgerufen, dort genau hinzuschauen. Das bleibt eine Aufgabenstellung und wir tun das auch sehr intensiv. Aber an einem Tag wie diesem, am Beginn der Fastenzeit, wird das einmal mehr noch stärker in den Blickpunkt gerückt. Und das halte ich absolut für richtig, wenn man darauf hinweist. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten, in der eigenen Familie, bei den Freunden, in den Beziehungen zu Nachbarn, in den gesamten Freundesnetzwerken, die man pflegt. Vielleicht hat man die ein oder andere Stunde einmal Zeit, um sich zu überlegen, was kann man persönlich und selbst auch tun, um diese Beziehung zu stärken. Wem kann man vielleicht einfach auch helfen oder zuhören oder eine Spende irgendwo leisten. Das ist am Beginn der Fastenzeit ein Aufruf. Natürlich gilt das fürs ganze Jahr, aber es stimmt schon, es rückt dann wieder ein bisschen weg und man hat andere Dinge zu tun. In der Fastenzeit kommt es ein bisschen deutlicher und das ist kein Fehler, wenn man in einer Gesellschaft, der es eigentlich sehr gut geht. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft immer noch. Wir leben in einer der schönsten Regionen der Welt. Wir leben in Sicherheit mit einem ganz tollen Gesundheitssystem, abgefedert auch sozial. Also in Wahrheit geht es uns ja auch nicht schlecht im Land. Aber trotzdem gibt es Leute, die Schwierigkeiten haben. Und dort genauer hinzuschauen, ist ein Aufruf, dem man folgen sollte.